Danke, Frau Präsidentin, Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen. Jedem Österreicher muss unabhängig von Alter, Geschlecht, sozialem Status bei Bedarf die entsprechende Pflegeversorgung zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund zahlreicher Fehlentscheidungen in den letzten 2,5 Jahren, darf ich jetzt einmal sagen, ist da vieles massiv gefährdet worden. Unorthodoxe Einsparmaßnahmen und Versäumnisse auch der Bundesregierung haben in der Pflege auch tatsächlich schon mittlerweile eine Zweiklassengesellschaft geschaffen. Oder das ist so weit gegangen, dass aufgrund des Pflegenotstands sogar ganze Abteilungen in Spitälern gesperrt werden mussten. Das Einzige, was drei grüne Minister in den letzten 2,5 Jahren geschafft haben, war es, Beratungsstellen einzurichten. Sie haben es zuerst selbst erwähnt, Herr Minister. Diese Community Nurses, schreckliches Wort, also die Gemeindeschwestern ist auch nicht viel besser auf Deutsch. Wenn man sich vorstellt, dass es in Österreich 2100 Gemeinden gibt und 120 solcher Beratungsstellen wurden eingerichtet, dann ist das doch eine etwas magere Bilanz, sagen wir, was da im Pflegebereich als der große Wurf verkauft wurde. Davon hört man übrigens auch noch relativ wenig. Ich habe, seit wir es beschlossen haben, am 15. Juli heute von Ihnen das erste Mal wieder was davon gehört. Ich habe damals schon darauf hingewiesen, also gibt es das steirische Modell der Pflegedrehscheibe, das war wesentlich gescheiter und ist ein gutes Modell. Aber dann war es dann schon, was in den letzten 2,5 Jahren in der Pflege weitergegangen ist. Ah nein, ich habe was vergessen, es wurde das Budget im Pflegebereich gekürzt und nicht erhöht. Das ist für mich also wirklich ein Wahnsinn. Aber wahrscheinlich scheitert es, dass wir die letzten 2,5 Jahre lediglich grüne Gesundheitsminister gehabt haben und keine Sozialminister. Und für mich gehört die Pflege zweifelsohne in den Sozialbereich rein. Und man sieht ja, Anschober, Mückstein und jetzt auch Sie, Herr Minister Rauch, Ihnen ist anscheinend lieber, also dass man die Menschen weiterhin mit Corona-Regeln und bestehender Impfpflicht drangsaliert. Wir haben es ja heute gesehen, also auf der Tagesordnung ist ja auch, also ein Covid-Maßnahmengesetz ist verlängert worden bis Ende 2023. Ist ja ein heller Wahnsinn, da kann man sich schon ausrechnen, was die wieder vorhaben. Und wenn man dann sich in der Welt umschaut, ist Österreich das einzige Land, wo noch diese Masken getragen werden müssen. Und genau jene Leute nämlich, die schwer arbeiten im Handel, darum sagen wir, nächste Woche wird es auch in den Flugzeugen abgeschafft, die Maskenpflicht, weg mit diesen Masken und diesen Corona-Drangsaleien. Aber Sie können es ja unter Beweis stellen, Herr Minister, zeigen Sie soziale Kompetenz. Sie haben ja nicht nur das Gesundheitsministerium, Sie haben auch das Sozialministerium. Pflegekräfte berichten über Missstände, Personalmangel, fehlende finanzielle Mittel. Und genau heute am Tag der Pflege verkündet Minister Rauch, dass anscheinend doch die Pflegereform kommt. Jetzt bin ich aber mal neugierig, was da rauskommt, weil schon Anschober hat uns das im Jahr 2020 versprochen und angekündigt, aber es ist jetzt leider bei den Ankündigungen geblieben. Wenn ich mir da das anschaue, was heute präsentiert wurde, sind das eigentlich uralte freiheitliche Forderungen. Sind uralte freiheitliche Forderungen. Nur haben sie es leider nicht also völlig durchgedacht. Und aus dieser angekündigten Reform von Ihnen ist es leider nur ein Reförmchen geworden, Weil mit einer minimalen Pflegereform jetzt zu glauben, man kann die maximale Not lindern, dann irrt man sich aber. Wenn man das im Detail anschaut, gibt es jetzt einen Bonus für Mitarbeiter. Ist ja zu unterstützen, einen Bonus für Mitarbeiter, gerade in der Pflege, die die höchste Wertschätzung erfahren sollten. Aber warum bleibt es bei einem Bonus? Warum nur 2 Jahre? Warum hat man nicht den Mut, dass man den Menschen also ein angemessenes, adäquates Gehalt bezahlt? Ein Bonus wird weder auf die Pensionshöhe angerechnet, noch gibt es beim Bonus Sonderzahlungen, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. Da wäre doch das die viel größere Wertschätzung den Pflegenden oder den Pflegemitarbeitern, den Pflegern, dass man denen eine Gehaltserhöhung gibt in adäquater Höhe. Das wäre ordentliche, echte Wertschätzung, Herr Minister. Oder Angehörigenbonus. Ich meine, Ihre Schlagworte hier, die klingen ja gut und klasse. Nur wie gesagt, nicht bis zum Ende durchgedacht.
Angehörigenbonus, 1500 Euro jährlich. Ja, Herr Minister, das ist ja Pflanzerei. Jeder, der schon gepflegt hat daheim, weiß, was das heißt. Sie sind jetzt übrigens der dritte Minister, den ich das erzähle. Meine Kollegen wissen es eh schon alle da. Ich bin kein Laie in der Pflege. Ich habe meine Mutter bis zum Tod gepflegt, habe Windel gewechselt, habe die Magensonde gewechselt, habe das alles selbst gemacht. Und darum Hut ab vor jedem Pflegenden, der das macht. Und darum, also pflegende Angehörige, ich habe es im Familienverband gemacht, viele pflegende Angehörige sind alleine. Und darum 1500 Euro sind eine Pflanzerei. Das erinnert eher eigentlich an Almosen. Warum erst ab Stufe 4? Man kann also ab Stufe 1, 2, 3 schon also gewaltig Pflege benötigen. Oder die Lehre. Wir haben in Salzburg am 13. Mai 2020 genau diesen Antrag gestellt, mit dem Auftrag, am Postkastenantrag, genau diesen Antrag also mit der Pflegelehre. Na, wer hat denn das abgelehnt? Ja, ihr Grüne habt das abgelehnt. Die Roten haben es abgelehnt und die Neos haben es abgelehnt. Dieser Antrag ist mehrheitlich durchgegangen mit den Stimmen von der ÖVP und von uns Freiheitlich. War ja unser Antrag, der Postkastenantrag. Eigentlich unsere Idee, die Pflegelehre. Aktuell darf die Ausbildung für Pflege- und Betreuungsberufe erst ab dem 17. Lebensjahr begonnen werden. Und ich hoffe, dass Sie bei Ihrem Modell, bei Ihrer Pflegelehre, die Sie hier gerade präsentieren, dass tatsächlich die Lehre gleich nach dem Pflichtschulabschluss mit dem 15. Lebensjahr begonnen werden kann. Nicht, dass die jungen Menschen da 2 Jahre Wartezeit haben, wo sie sich schon anderweitig interessieren und anderweitig orientieren, weil diese jungen Menschen sind verloren für den Pflegeberuf. Bitte da achten, bitte darauf zu achten, dass dieser Pflegeberuf bereits auf dem 15. Lebensjahr begonnen werden kann. Die Schweiz macht es uns ja vor und die Schweiz also hat eines der besten Pflegesysteme weltweit. Versicherung für die pflegenden Angehörigen habe ich zuerst noch vergessen. Wo ist also die Versicherung für pflegende Angehörige, die vielleicht also beruflich zurückstecken müssen, weil sie zu Hause einen Angehörigen pflegen? Das habe ich da noch gar nicht gehört, auch das zu beachten. Und was ich noch ganz, ganz dringend, ihr habt ja den Pflegenotstand mit euren komischen Corona-Regeln und Maßnahmen ja in der Pandemiezeit ja sogar noch verschärft. Ihr erinnert da an das Reiseverbot für 24-Stunden-Kräfte und ich erinnere an die Impfpflicht für Pflegepersonal. Bitte fort ab mit dieser Impfpflicht. Ihr verliert fast 40% der Österreicher werden dadurch direkt vom Beruf ausgeschlossen und sollten Sie tatsächlich auf die glorreiche unter Anführungszeichen Idee kommen, die Impfpflicht, die unsagliche, auf scharf zu stellen, kann ich Ihnen garantieren, Sie werden bis zu 30% werden wir im Pflegebereich am Personal verlieren. Das ist verantwortungslos, das ist fahrlässig und es ist absolut abzulehnen. Bis 2030 werden wir ohnehin jetzt schon bis zu 100.000 Pflegekräfte benötigen. Und da benötigt es einerseits erstens, dass wir die Mitarbeiter im Pflegebereich halten können und zweitens, dass man ihnen auch also eine Ausbildung bietet und auch junge Menschen dafür gewinnt, also für diesen Pflegebereich. Herr Minister, werden Sie tätig? Schalten Sie bitte auch um vom Gesundheitsminister auf den Sozialminister, zeigen Sie soziale Kompetenz und setzen Sie diese Ratschläge, was von uns Freiheitlichen gekommen sind, auch um. Danke sehr.